Mit der Kuperteurfanfare von Oberstudienrat Magister Ilse Hartl wird der Festakt anlässlich 50 Jahre Borgradstadt eröffnet. Direktorin Magister Andrea Stolz begrüßt die zahlreichen Gäste. Ein Film zeigt die Entstehungsgeschichte der Radstädter Schule. Wesentlich daran beteiligt war Dr. Ernst Kindler. Besondere Herausforderung war, dass ich selber zwei Kinder gehabt habe, die denen ich ein Studium ermöglichen wollte. Und es war da in der Gegend fast unmöglich. St. Johann, Busverbindung nur sehr, sehr schlecht. In der Steiermark, Steinach-Irdinger Gymnasium, da haben sie um 6 in der Früh wegfahren müssen. Wir wollten einfach, dass in der Gegend eine zur Matura führende Schule geschaffen wird. Das war ein vollkommen eigennütziger Hintergrund, das zu machen. Der gespielte Konzertmarsch Ehrensache wurde von Celia Moosbrugger, Matura-Jahrgang 2013-14, komponiert. Der Radstädter Bürgermeister Josef Tagwercher richtet ebenso seine Grußworte an die Gäste wie der Präsident des Landesschulrates. Ein Bildungsstreifen zeigt Schule einst und jetzt und übermorgen. Und zwischendurch wieder Musik am Klavier Gerrit Knaus. Und dann kommt für einen Gast die große Überraschung. Ilse Hartl wird vom Kuperteurkomitee durch Dr. Hermann Andretsch aufgrund ihrer Arbeit für die Jugendforen geehrt. Also ich war hin und weg. Ich habe mit dem überhaupt nicht gerechnet. Ich habe mich zuerst so gefreut, dass meine Fanfare da am Anfang gespielt haben, weil die habe ich ja da geschrieben für das erste Mal, wie das in Radstadt war. Aber dass da wirklich der Herr Professor Andretsch da war und mir diese Medaille übergeben hat, das war, also, ja, ich war fast umgefallen. Der Bewerb der Kuperteur-Schulen ist ein dreifacher. Es gibt einen sportlichen Bewerb, sportliche Wettkämpfe. Es gibt darüber hinaus ein Quiz für geschichtliche und sportliche Frauen, olympische Frauen. Und das Dritte ist, es gibt auch einen Kunstwettbewerb, Darstellende, wo die Schüler irgendetwas aus ihrem Programm, wie wir es heute auch wunderbar gesehen haben, vorbringen können. Die Quintessenz dieser Feier ist folgende. Das Pierre de Coubertin-Gymnasium ist zwar ein kleines, aber erfolgreiches. Ganz beachtlich, was hier in den letzten 50 Jahren wirklich geleistet wurde, in zwei Schulzweigen geleistet wurde, zum einen im musikalischen, zum anderen im naturwissenschaftlichen. Ich bin selbst Abgänger eines Borgs, zwar nicht hier in Radstadt, sondern in Mittersill. Ich konnte die Vorteile einer solch kleinen Schule auf dem Lande immer sehr schätzen und ich finde es ganz beachtlich, was hier auf den Weg gebracht wird, was man hier für unsere Kinder, unsere Jugend tut. Dass wir halt eine sehr kleine Schule sind, wo man als Schüler wirklich keine Nummer ist, sondern man als Schüler, als Mensch akzeptiert wird und wo einfach die Atmosphäre so ist, dass man nicht ungern in die Schule geht. Und das halte ich eigentlich schon für sehr wichtig. Und wenn sich das mal so weit und so gut verbreitet, wie es jetzt hat, dann ist das für die Schule ideal. Ich bin auch extrem stolz auf das, was jetzt in dieser Feier geschehen ist. Und ich hoffe, wir haben ein gutes Bild der Schule geliefert. Das haben sie tatsächlich, die Schüler und Lehrer des Pierre de Coubertin-Gymnasiums in Radstadt.